Wie haben Sie den ersten Advent verbracht? Zu Hause? Im Kreise Ihrer Lieben? Oder gehören Sie zu denjenigen, die das gute Wetter genutzt haben, einen der zahlreichen Weihnachtsmärkte der Region zu besuchen? Wir waren mit unserer Kamera unterwegs und haben einen Weihnachtsmarkt besucht, der in diesem Jahr ein kleines Jubiläum begeht. Die Rede ist von der Zwickauer Schlossweihnacht auf dem Gelände von Schloss Osterstein. Bereits zum 10. Mal nutzte man seitens des Veranstalters Kraus Event das weiträumige Gelände, um hier an den Adventswochenenden einen Weihnachtsmarkt zu veranstalten. Ja, wir hoffen, dass es den Besuchern auch gefällt. Wir haben den kompletten Hof hier ausgehackselt. Wir haben uns verlagert Richtung Mulde. Dort sind unsere Tipizelte und die beliebte Rodelbahn für die Kinder, die kostenfrei zur Verfügung steht. Und wir haben das alte Standesamt mit Backstube und Bastelbereich dort und einem eigenen Eltern-Kind-WC aufgepeppt, kann man sagen, sodass wir nochmal eine überdachte Möglichkeit dazugewonnen haben und haben das ganze Konzept weiterhin so letztendlich etabliert, so wie es bisher war, und verfeinert. Super, ja. Das Konzept hat sich bewährt, wobei Familienfreundlichkeit eine große Rolle spielt. Genau, es gibt zwar den Eintritt, den gibt es aber ab 18 Jahren erst. Und da geht ja ein Teil des Kulturbeitrages zur St. Mauritius-Werkstatt. Und unter 18 Jahren ist alles frei. Darüber hinaus ist dann für die Kinder hier auch Karussell frei, Rodelpiste frei, Märchenkino frei, oder auch Stockbrot backen. Also ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall für eine Familie, aber auch die älteren Leute. Wir haben den Legendengarten aufgebaut. Da gibt es Historisches in kurzen Abriss zu Persönlichkeiten, aber auch zu Stadtschönheiten, Denkmälern in Zwickau. Und ich denke, die vielen überdachten Dinge, die wir hier haben, die sind sehr wichtig. Ob das unser Steinräucherhaus ist, ob das der Aufwärmwagen ist oder die neue überdachte Feuerstelle, die zum Verweilen mit unseren Tipizelten, wo 120 Plätze zum Sitzen auf Fellen letztendlich vorbereitet sind. Das ist uns ganz wichtig, dass die Leute verweilen können. Also wenn man in der Truppe kommt, spontan und sagt, Mensch, ich habe noch keine Idee von der Weihnachtsfeier, bei euch ist es immer ein guter Platz hier. Ja, es ist natürlich, es gibt Stoßzeiten. Wir wissen alle, dass am Wochenende die Nachmittagszeiten zwischen 16 und 18 Uhr schwierig dann sind, noch einen Platz zu reservieren. Aber ansonsten ist vieles möglich bei uns, denke ich. Neben einem kleinen Kinderkarussell gibt es einen Publikumsmagneten, der nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene anzieht. Die Rede ist von den wuscheligen Alpakas. Ich bin Heiko Fischer und wir kommen aus dem schönen Sachsenland, in der Nähe von Altenburg. Und sind wir wie jedes Jahr hier auf dem Weihnachtsmarkt in Zwickau, auf der Schlossweihnacht. Was machen Sie mit den Alpakas das ganze Jahr? Das ganze Jahr über gehen wir mit den Alpakas wandern und unsere Alpakas tun auch ganz viele Wolle liefern. Und aus der Wolle machen wir Mützen, Schals, Socken und noch andere Sachen. Ja. Bringt Ihnen das was? Ja, das bringt was. Wir haben schon viele Wanderungen hier von Zwickau. Auch wir waren in mehreren Kindergärten schon in Zwickau. Und in der Schule waren wir auch schon bei uns. Und da hat es gute Nachfrage. Die Alpakas, obwohl die Temperaturen ja schon ein bisschen kühler sind, das ist gerade angenehm. Das Alpakas mögen das, wenn das früh richtig schön kalt ist und am Tag schön warm. Die mögen das so wie das in dem Hochland der Anden ist. Trocken und kalt. Hören Sie mal genau hin. Streichelt man die hübschen Vierbeiner an der richtigen Stelle, entlockt man ihnen sogar wundersame Laute. Für musikalische Unterhaltung ist zur Schlossweihnacht ebenfalls an allen vier Adventswochenenden gesorgt. Es gibt ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, welches sowohl von den Jüngsten aus Zwickauer Kindereinrichtungen als auch Solisten gestaltet wird. Oh, Applaus! Langer Applaus jetzt, das war der letzte Song. Yeah.
Wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk oder dem passenden Accessoire für die schönste Zeit des Jahres ist, der wird sicher in der großen Hofstube fündig. Dort präsentieren zahlreiche Händler ihre Waren, von Büchern bis hin zu Keramikartikeln. Hier ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei. Was wäre die Weihnachtszeit ohne die Köstlichkeiten, die einfach dazugehören? Neben verschiedenen Sorten Glühwein oder Punsch, Krapfen und Stollen gibt es zur Schlossweihnacht auch Leckereien aus dem Smoker und in diesem Jahr ganz neu das Schlossbrot. Wie die Idee für dieses Brot geboren wurde und was es mit der Köstlichkeit aus einem Weizen-Roggen-Mehlteig auf sich hat, verriet uns der Bäckermeister vor Ort. Also ich wurde von Herrn Otto Markus vom Forsthaus angesprochen und sie hatten jemanden gesucht, der ein Schlossbrot entwickelt, weil leider der ehemalige Schlossbrotstand nicht hier sein konnte. Ja, und da haben wir uns zusammengetan und haben mal ein bisschen ausprobiert und dann kamen wir auf die Rezeptur vom Schlossbrot. Also ich kann nur sagen, ich habe das mit Champignon probiert, das hat ganz lecker geschmeckt und ich denke, Tomate Mozzarella ist auch eine gute Idee. Ja, das ist auch eine sehr gute Idee und soll ruhig jeder mal herkommen und probieren und mal sein Feedback abgeben, dass wir noch ein bisschen dran arbeiten können, aber wir sind sehr zufrieden. Mittlerweile war die Dunkelheit über Zwickau hereingebrochen. Während sich die einen zusammenhockten und an den zahlreichen Feuerstellen wärmten, herrschte im Schlosshof reges Treiben. Gelegenheit für uns, einmal nachzufragen, wie es den Gästen so gefällt. Sie sind die Familie? Ich bin Scholz aus Dresden. Sie kommen aus Dresden? Ja, wir sind extra deswegen hierher gekommen. Dresden hat ja auch einen ganz tollen Striezelmarkt, gibt es in Dresden und noch diverse andere Märkte, oder habe ich da was Falsches gesagt? Nee, stimmt. Da gibt es also ganz, ganz viele Weihnachtsmärkte, genau. Und wie gefällt Ihnen hier in Zwickau speziell die Schlossweihnacht? Sehr schön. Also es ist ja das erste Jahr, dass wir jetzt hier sind, aber gefällt uns wirklich sehr gut. Wir sind schon seit 13 Uhr hier. Und für die Kinder ist da ja ganz viel dabei. Ne? Ja, also und die ganzen kostenfreien Angebote, das ist eine tolle Geschichte. Da zum Beispiel die rote Piste, die finde ich am besten. Und hast du auch was zu essen gefunden? Ja. Und eigentlich noch nicht. Und wie gefällt es dir? Mir gefällt es auch gut. Ich finde es schön hier. Und der hat du hast einen Mund voll. Dann lass es schmecken und noch einen schönen Tag. Danke. Sie sind heute hier zur Schlossweihnacht gekommen. Wie gefällt es Ihnen denn? Sehr gut. Warum? Sehr schön. Ja, weil wir jedes Jahr herkommen. Es ist schön hier. Viel Angebot und alles. Man kann viel kaufen oder auch nicht. Nee, ist sehr schön hier. Und Sie? Gemütlich ist es hier, ja. Ja, ja, sehr gemütlich. Sehr. Soll ich jetzt ja? Es gibt ja auch viele überdachte Plätze, ne? Und das ist wahrscheinlich das Besondere. Ja, unten die schönen Hütchen, wo man sich reinsetzen kann. Und Sie sind heute zur Schlossweihnacht gekommen. Wie gefällt es Ihnen denn? Sehr schön hier. Wir kommen von Leipzig. Sehr schön. Also wir haben heute nur Leute getroffen, die entweder aus Dresden oder aus Leipzig kommen. Warum kommen Sie extra hierher? Weil wir mal die Weihnacht hier kennenlernen wollten. Wir kennen unsere in Leipzig und woanders, aber wollten Sie hier auch gerne mal kennenlernen. Sehr schön. Was glauben Sie, ist das Besondere, was jetzt hier auf der Schlossweihnacht ist? Die Gemütlichkeit. Die alles. Schön hier. Bisschen urig. Urig, genau. Gegenüber dem Kommerz. Gut, Kommerz würde ich auch, aber passt vom Flair her. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Danke. Ebenfalls. Haben Sie es gemerkt? Die Gäste kommen mittlerweile aus den großen sächsischen Städten zu uns nach Zwickau und sind begeistert. Dann nutzen vielleicht auch Sie eines der drei bevorstehenden Adventswochenenden und besuchen einmal die Zwickauer Schlossweihnacht. Mehr Infos finden Sie unter www.zwickauer-schlossweihnacht.de.